Sonntagabend, 19.30 Uhr. Willkommen zur Hessenschau. Danke fürs Zuschauen. Und das sehen Sie heute bei uns. Wir berichten vom Big Jump, 11 Kilometer Langstreckenschwimmen an der Weser, eine besondere Form der Umweltdemo. Wir sind in Oberramstadt im Odenwald, wo heute 100 Jahre Automobilbau gefeiert wird. Und wir beschäftigen uns mit der anhaltenden Trockenheit. Die hat mittlerweile massive Auswirkungen auf unsere Landwirtschaft. Vielerorts sehen sich Bauern zur sogenannten Noternte gezwungen, obwohl das Getreide nicht voll entwickelt ist. Würde man länger warten, würde es vertrocknen und zerbröseln. Auf dieser Karte hier sehen wir die dramatische Lage. Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung. Er zeigt, in ganz Hessen ist die obere Bodenschicht bis 25 cm zu trocken. Moderate Dürre ist hell dargestellt, schwere und extreme Dürre in weiten Teilen Hessens orange und hellrot und außergewöhnliche Dürre in einigen Regionen Nord- und Osthessens dunkelrot. Der Sommer ist jetzt schon viel zu trocken und nächste Woche wird es bei uns wieder richtig heiß. Regen ist nicht in Sicht. Was das für unsere Landwirte bedeutet, zeigen wir anhand eines Betriebs im hessischen Ried, in Riedstadt-Leheim, wo die Situation besonders schlimm ist. Notreifer Weizen. Das Getreide muss heute vom Feld, sonst verdorrt es. Landwirt Mario Wald aus Riedstadt sitzt seit Tagen auf dem Mähdrescher und holt die Ernte ein. 3 Wochen vor dem eigentlichen Termin. Seit dem Frühjahr hat es kaum geregnet. Durch die Trockenheit sei das Getreide jetzt schon überfällig, sagt Senior-Landwirt Werner Wald. Das ist schon extrem. Also ich meine, das war man sich nicht gewohnt, dass wir so früh fertig sind mit der Ernte. Und das war natürlich jetzt auch 3 Wochen lang ein Riesenstress, die Fläche also bewältigen. Also wir haben jetzt wenig Stunden Freizeit gehabt oder unsere Leute, dass sie das hingebracht haben. Selbst für Laien ist zu sehen, die Erde ist trocken und metertief aufgerissen. Die anhaltende Dürre hat dem Getreide stark zugesetzt. Die Folge fast 30% weniger Ertrag. Und das bei extrem steigenden Energiekosten und hohen Düngerpreisen zurzeit. Vater und Sohn bauen hier auf 300 Hektar Saatgut an. Die Ernte wird wohl ein finanzieller Verlust. Weil die Bestandsdichte nicht vorhanden ist. Und zweitens halt, dass das Korn zu leicht ist. Das hat nicht die Kornfüllung. Die Kornfüllung bringt hier der Ertrag. Und das sind ja kleine Körner hier im Verhältnis gesehen. Und das ist das Problem jetzt. Ein paar hundert Meter weiter wachsen Werner Walds Zuckerrüben. Wirklich gut sehen die Pflanzen nicht aus. Auch hier hat die Trockenheit zugeschlagen. Und es gibt noch mehr Probleme. Das ist jetzt hier ein Pilz da drin. Und ich hoffe, dass der nicht viel weitergeht. Ich sehe, dass das hier, und das ist schon ein Stress aus der Trockenheit hier. Das entsteht nur, wenn es trocken ist. Ich hoffe, dass wir da Glück haben, dass ich diese Kopffäule, so nennt sich das, weil das oben am Kopf ist, dass sich das nicht weiterentwickelt. Ohne künstliche Bewässerung geht hier übrigens gar nichts. Mitten auf dem Acker liegt ein 7 Meter tiefer Brunnen. Der ist für die Zuckerrüben überlebenswichtig. Doch auch hier steht der Wasserpegel dieses Jahr extrem tief. Werner Wald sorgt sich, sein Boden ist super fruchtbar, aber es fehlt das Wasser. Wir sind die Toskana von Hessen, sage ich mal hier. Hier wächst auch alles, wenn wir Wasser geben. Also egal, ob wir Melone machen wollen oder was, es wächst hier alles. Aber wir brauchen Wasser dazu. Und wenn das nicht von oben kommt, vorher Jahr hatten wir Wasser genug und dieses Jahr haben wir es wieder nicht. Zurück zum Weizen. Sohn Mario Wald hat schon mehr als die Hälfte geschafft. Auch die Nachbarfelder sind schon abgeerntet. Wie es mit der Trockenheit weitergeht, das macht ihnen große Sorgen. Man kann die gute fachliche Praxis anwenden mit Düngung, mit Aussaat, mit allem. Und dann sind wir abhängig vom Wetter. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, dann kriegst du schon Bauchschmerzen und machst da schon Gedanken, was passiert, was fehlt an Einnahmen. Das ist ja das Entscheidende. Spätestens morgen wollen sie fertig sein mit der Ernte. Notreifer Weizen, das gab es seit 50 Jahren nicht mehr. Wer sich freut, sind die Störche. Die haben jetzt 3 Wochen früher ihren gedeckten Tisch. Das hier ist, auch wenn es nicht so aussieht, eine Demo für den Umweltschutz und sauberes Wasser. 11 Kilometer Schwimmen in der Weser. Die bekommt hier auch die salzhaltigen Abwässer ab, die von K+S in die Werra geleitet werden.
Darauf wollen die Schwimmer aufmerksam machen. Aber mit dem Salz hatten sie erstmal nicht zu kämpfen. Es ist ein frischer Morgen hier in Werratal. 16 Grad Wasser und Außentemperatur. Diese 45 Schwimmer schreckt das nicht ab. Endlich wieder Weserschwimmen nach 2 Jahren Corona-Pause. Ich bin schon 2-mal beim Weserschwimmen, beim Flussschwimmen mitgeschwommen. Und das ist einfach wunderbar entspannt. Ist zwar immer furchtbar kalt gewesen und eine Überwindung reinzugehen, aber wenn man das geschafft hat, macht das richtig viel Spaß. Gunda Filmer aus Uslar konnte auch ihren Sohn Fabian überreden, heute einmal mit ihr die Weser entlang zu schwimmen. Der nimmt's sportlich und hat sich vorgenommen, die komplette Strecke von 11 Kilometern zu schaffen. Wenn du raus bist, würde ich starten und etwas schneller schwimmen. Und dann geht's auch schon los. Fabi, meinst du, das wird kalt? Ich kann kurz nachgucken, warte. Oh, was springen die einfach alle rein? Das kann ich nicht. Unter dem Blick der Rettungsschwimmer des DLRG können die Hobbysportler in ihrem Tempo mit der Strömung entlang schwimmen. Ganz alleine wäre das schnell lebensgefährlich. Es ist ein Fließgewässer und es birgt Gefahren, Strömungen, Krämpfe. Dann haben wir ja, wie gesagt, die Fähren hier in unserem Bereich, was auch sehr gefährlich ist, wenn man alleine ist. Und wenn das dann natürlich auch keiner mitkriegt, ist das ein hohes Gefahrenpotenzial. Nach 40 Minuten erreichen die Schwimmer die erste Zwischenstation. Gunda wollte hier eigentlich schon raus, ist nun aber kaum zu bremsen. Könnt ihr noch? Ja! Es geht noch eine Runde weiter. Andere müssen sich dagegen erstmal aufwärmen. Irgendwann dringt die Kälte dann halt so in den Körper ein, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Ich muss jetzt Gas geben, dass ich hier wieder zum Rand kam. Ich kam gerade noch so raus. Um zurückgelegte Kilometer und Bestzeiten geht es heute ohnehin nicht. Das Schwimmen soll allen Spaß machen und vor allem ein Zeichen setzen. Es ist im Prinzip so ein stiller Protest gegen die Versalzung der Weser. Wir machen das jetzt im 11. Jahr und die Qualität der Weser ist schon besser geworden, aber es ist noch Potenzial nach oben. Hier in Nordhessen, wo die Weser aus dem Zusammentreffen von Werra und Fulda entsteht, gibt es seit Jahrzehnten immer wieder Streit um die Wasserqualität der Flüsse. Die Gewässergüte der Werra gilt nur als mäßig. Hauptgrund hierfür der Kalibergbau. Er drohte die Werra mit der Zeit immer mehr zu versalzen. Nach vielen Protesten konnte die Salzbelastung dann in den letzten Jahren drastisch reduziert werden. Doch bis heute gelangen salzhaltige Abwässer in den Fluss. Schwimmen in der Weser gilt als gesundheitlich unbedenklich, wenn man sich nicht übernimmt. Nach der Hälfte der Strecke hat Gunda genug. Fabian gibt wie angekündigt nochmal richtig Gas und kommt nach insgesamt 2 Stunden Dauerschwimmen am Zielort im niedersächsischen Warmbeck an. Zum Abschluss ein paar Gedanken zur Wasserqualität. Ja, so genau kann ich es nicht sagen. Wenn man mal einen großen Schluck getrunken hat, hat es gut geschmeckt. Noch besser schmeckt am Ende aber eine heiße Zielbratwurst mit der ganzen Familie. Also ich kann nur sagen, größten Respekt allen, die da ohne Neoprenanzug reingegangen sind. Ich glaube, das hätte ich keine 10 Minuten ausgehalten. Wir kommen jetzt zu unseren Nachrichten im kurzen Überblick. Erneut brennt es gestern mehrfach rund um Heusenstamm. Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus, so wie schon einige Mal zuvor im Landkreis Offenbach. Spaziergänger melden Rauch im Waldgebiet um das Hofgut Pattershausen. Die Feuerwehr sucht lange, bis sie die Brandstelle gefunden hat. Den entscheidenden Hinweis liefern Piloten, die die Rauchwolke gesehen haben. Kurz nachdem der Brand gelöscht ist, schlägt der mutmaßliche Brandstifter erneut zu. Baumstümpfe brennen. Wasserschläuche werden quer durch den Wald gelegt. Bei der Anfahrt entdecken die Feuerwehrleute weitere kleine Brandstellen, die keine 100 Meter vom größten Brandherd entfernt sind. Die Löscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden. Erneut gab es heute Proteste gegen die geplante Rodung des Fechenheimer Waldes und den Bau des Riederwaldtunnels. People for Future Frankfurt, Attac Frankfurt und das Bündnis Unmenschliche Autobahn riefen zu einem Waldspaziergang mit Malaktionen an den Bäumen auf, um diesen ein Gesicht zu geben. Diese Aktion soll Auftakt zu weiteren Terminen sein, bei der auch die Bäume im Teufelsbruch und am Erlenbruch ein Gesicht bekommen sollen.
Romroth im Vogelsbergkreis feierte sein 825-jähriges Stadtjubiläum an diesem Wochenende mit Hubschrauber-Rundflügen, Flohmarkt und Konzerten. Auf einer Blaulichtmeile präsentierten sich 30 Einsatzfahrzeuge von Polizei, Feuerwehr, THW und Rettungsdiensten aus ganz Osthessen. Mehr als 100 ehrenamtliche Einsatzkräfte waren dabei. Weitergedreht haben wir heute die Geschichte des Beratungsteams gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Das hat sich vor fast 20 Jahren in Kassel gegründet und es war das erste dieser Art in Westdeutschland. Manchem erschien das damals gar nicht nötig zu sein. Aber die Ereignisse der folgenden Jahre, die Ermordung Halid Yozgats, die Ermordung Walter Lübkes, haben gezeigt, wie wichtig so ein Expertenteam ist. Der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke am 2. Juni 2019 war das wohl einschneidendste Erlebnis in der Geschichte des mobilen Beratungsteams, sagt Christopher Vogel. Das Schlimme, sie hatten damals schon länger das Gefühl, dass etwas passieren würde. Das kam nicht aus dem Nichts. Also der Aufstieg der AfD, die Zunahme an Online-Hetze, Bedrohungen, das haben wir seit 2015 sehr stark auch hier in der Region erlebt, dass Menschen bedroht werden für ihr Engagement. Also insofern Überraschung, dass der Regierungspräsident erschossen und ermordet wird, natürlich. Aber angesichts der gesellschaftlichen Stimmung, die dahin geführt hat, nicht überraschend. Die zunehmende Präsenz von Neonazis in der Öffentlichkeit hat vor 19 Jahren dazu geführt, dass Christopher Vogel in Kassel das erste mobile Beratungsteam Westdeutschlands gegründet hat. Mit dem Erfolg, den seine Arbeit mal haben würde, hat er damals noch nicht gerechnet. Er sah einfach die Notwendigkeit. Und wir haben es einfach gegründet. Wir haben keine Förderung gekriegt. Das hat eigentlich erstmal niemanden interessiert sozusagen. Aber wir fanden, es ist wichtig, dass Rechtsextremismus auch in Westdeutschland als Thema, dass es das gibt, dass bearbeitet werden sollte, auch in Hessen. Und das war eher so nebenher. Wir hatten alle andere nebenher, wo wir unser Geld verdient haben, ne? Weil es gab tatsächlich keine Förderung und kein Geld dafür. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte das Team im September 2003 in der Hessenschau. Christopher Vogel hat uns damals den Messinghof gezeigt, ein Industriedenkmal, das ein Treffpunkt der Neonazi-Szene war. Auch hier in Kassel gab es Anschläge mit Sprengstoff. Es gab auch in den letzten Jahren immer wieder Waffenfunde in Südniedersachsen und Nordhessen. Und das ist natürlich sehr bedenklich, aber ich glaube, dieser alltägliche Rassismus und diese alltägliche Bedrohung ist viel gravierender. Dieses Schleichende, was sich überall wieder da einen Fuß in die Tür kriegt, das finde ich viel bedrohender, ohne das andere verharmlosen zu wollen. Danach wird das mobile Beratungsteam 5 Jahre lang ehrenamtlich betrieben. Ab 2008 gibt es für Christopher Vogel und sein Team immerhin Geld auf Honorarbasis. Der Auslöser für das Umdenken in der Politik war ein Angriff von Neonazis auf das Camp der Linksjugend Solid im Schwalm-Eder-Kreis, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Der nächste Schocker sozusagen für uns alle war dann 2011 die Selbstenttarnung des NSU mit einem Mordfall in Kassel, den wir auch nicht als im Teil einer rassistischen Mordserie gesehen hatten. Das hatte niemand. Da ging es dann sozusagen richtig los, dass das Thema bundesweit einen ganz anderen Stellenwert gekriegt hat und auch in Kassel einen ganz anderen Stellenwert gekriegt hat. Heute hat das Team 5 Mitarbeiter, alle in Teilzeit. Sie geben Workshops, halten Vorträge und aktuell ist noch ein neues Problemfeld hinzugekommen. Jetzt hatten wir 2 Jahre viel mit Verschwörungstheorien zu tun. Angehörige haben sich gemeldet, Hilfe, meine Eltern. Bewegen sie jetzt nur noch auf Telegram und auf YouTube. Was soll ich machen? Wir können nicht mehr miteinander reden. Also auch so Einzelberatungen. Und mittlerweile ist die Arbeit des mobilen Beratungsteams sogar so erfolgreich, dass man expandiert. Mona Schwarz hat gerade die erste Außenstelle, ein Büro in Fulda, mit eröffnet. Christopher Vogels Wunsch für die Zukunft? Auf der einen Seite würde ich tatsächlich gerne meinen Job überflüssig machen, auf der anderen Seite macht er mir zu viel Spaß, weil wir mit wirklich vielen tollen, engagierten Menschen zu tun haben und das würde ich gerne beibehalten. Und ich brauche nicht zwingend dieses gegen Rechtsextremismus. Und unser Verein heißt ja auch für demokratische Kultur. Und ich kann mir eine Welt vorstellen ohne Rechtsextremismus, wo einfach Demokratie immer weiterentwickelt wird.
Eine Welt ohne Rechtsextremismus, diesen Wunsch hält allerdings Christopher Vogel auch selbst auf absehbare Zeit für sehr unrealistisch. Exakt das Gleiche nochmal. Dieser schöne Oldtimer hier wurde bei uns in Hessen gebaut, in Oberramstadt, ein sogenannter Röhr 8. Die Falcon Automobilwerke haben dort im Jahr 1922 den Grundstein für eine lange Automobilproduktion gelegt. Früher mit kompletten Autos, später dann nur noch mit Autoteilen. Heute wurde dort das 100-jährige Jubiläum gefeiert. Dafür wurden jede Menge weiterer Oldtimer rausgeholt und auf dem Firmengelände von Bayer und Michels ausgestellt. An die 2000 Besucher konnten sehen, wie alles angefangen hat und einen Rundgang durch das heutige Lager und die Produktion machen, während die kleinen Gäste eine Runde mit dem Autoscooter drehen konnten. Heute werden in Oberramstadt keine Autos mehr gebaut, sondern Verbindungsteile, zum Beispiel für BMW und Mercedes. Ja, wir werfen jetzt mal einen Blick in die spannende Geschichte dieses nicht so bekannten hessischen Autostandorts. 100 Jahre sind ja eine lange Zeit, in der einiges passiert ist. Auch wenn man die Zukunftsfähigkeit im Blick hat, das Andenken an die Vergangenheit und die Anfänge wird dort hochgehalten. Ab und zu gönnt sich Jörg Pohl, Geschäftsführer des Autoteilezulieferers Bayer und Michels, eine Fahrt mit dem firmeneigenen Röhr 8. Ein Modell, das auf seinem Firmengelände in den 20er und 30er Jahren gebaut wurde, von dem es nur noch 30 Stück weltweit gibt. Dieses Auto hat 55 PS, ist in den 30er Jahren gebaut worden, hat eine V-förmige Bauart des Motors und ist bis in die heutigen Tage wirklich eine Innovation dieser Zeit gewesen. Schon 1922 wurde ein Rennwagen auf dem Gelände gebaut, der Falcon, bis die Röhr Auto AG 1926 übernimmt. Der Röhr gilt als das sicherste Auto der Welt. Durch seine Schwingachsen weich gefedert, echter Fahrkomfort. Jeder Wagen wurde handgefertigt, vom Rahmen bis zum Achtzylindermotor. Ganz Oberramstadt war im Automobilfieber. Und die Firma Bayer und Michels ist es immer noch. In einer Halle, die einer ehemaligen Produktionshalle der Röhr AG nachempfunden ist, sind zwei Wagen ausgestellt. Werner Schollenberger vom Verein Freunde historischer Fahrzeuge Oberramstadt kümmert sich liebevoll um deren Erhaltung. Das hier ist ein Röhr 8 Typ RA von 1930. Es ist ein Ausstellungsauto von 1930, was in Paris und in Berlin auf den Automobilausstellungen stand. Es war mäßig erfolgreich, aber immerhin haben etwa 800 Personen, Menschen in Oberramstadt bei Röhr Arbeit gefunden. Nach Kriegsende hatten die US-Amerikaner hier ein Reifendepot. Seit 20 Jahren nun hat Bayer und Michels in Oberramstadt die Firmenzentrale. Das Unternehmen, das in Frankfurt gegründet wurde, hat mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter. Auch hier spüren sie inzwischen den wirtschaftlichen Druck. Material- und Energiekosten steigen. Trotzdem halten sie am Standort fest. Man müsse eben immer einen Schritt voraus sein. Hier werden tatsächlich Kaltumformteile hergestellt. Die breite Masse kennt das zum Beispiel als Schrauben. Das sind Teile, die werden gepresst und gewalzt. Und diese Teile kommen heute in alle Fahrzeugreihen als Sonderteile hinein. Und insofern sehen wir uns auch tatsächlich als Nachfolger für die Automobilindustrie in Oberramstadt, dass wir tatsächlich hier der Innovationskraft von Röhr folgen werden mit unseren Produkten hier bei Bayer Michels. Eine Tradition, in die auch die nächste Generation bereits hineinwächst. Die Azubis Annika Kopska und Theresa Krell machen eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Und Marvin Keil zum Fachinformatiker der Systemintegration. Ich reite hier nebendran auf dem Waldenserhof und fahre hier wöchentlich vorbei. Und irgendwann habe ich mich mal gefragt, okay, was machen die hier eigentlich? Und habe mich dann im Internet informiert und mal auf gut Glück beworben. Und dann hatte ich mein Vorstellungsgespräch und dann kam direkt der Vertrag. Ich bin froh, dass ich meinen Beitrag dazu liefern kann, dass die Automobilbranche hier technisch versorgt wird, dass wir hier Innovationen schaffen. Und dass ich Teil davon sein darf. Weil ich es einfach total toll finde, in so einem lokalen und trotzdem auch geschichtsträchtigen Betrieb zu arbeiten und selbst halt auch sehr autointeressiert bin. Und da passt das halt super für mich. Und ich bin hier einfach ultra gerne. Na dann, auf die nächsten erfolgreichen Jahre in Oberramstadt. Ja, sehr schönes Auto. Der zweite Tag des Trainingslagers von Eintracht Frankfurt in Österreich. Heimat des Trainers Oliver Glasner. Der muss es ja wissen, was man so alles in unserem schönen Nachbarland machen kann. Und deswegen wird nicht nur Fußball gespielt, Heiko Neumann. Ja klar, es wird natürlich auch geschwitzt im österreichischen Windisch Garsten, aber ganz oben auf der Eintracht-Agenda steht das Teambuilding inklusive Eventprogramm. Und da sind Talente gefragt, die die meisten Kicker gar nicht haben. Nämlich Taktgefühl auch neben dem Platz. Was hat Roland Kaiser
mit Eintracht Frankfurt zu tun? Kühler Abendwind fängt sich in deinen Haaren. Ganz einfach, jeder Neuzugang musste auf dem gemeinsamen Hüttenabend ein Lied singen. Und da zeigten sich die Neuen bei der Eintracht ähnlich variabel wie auf dem Spielfeld. Die Musikauswahl war jedenfalls querbeet, also komplett von bis, von Roland Kaiser bis hin zu Apache war alles dabei. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Eintracht Frankfurt in Gute-Laune-Modus, hier im Bann der nebelumwölkten Alpen. Hauchen Sie sich gegenseitig den Teamgeist ein für die kommende Saison. Wir hatten gestern schon einen kleinen Start mit so einem Hüttenabend. Das war so ein guter Aufgalopp. Und jetzt werden wir natürlich auch ein bisschen trainieren. Deswegen sind wir ja hier und werden jetzt nicht nur Fun and Pleasure machen. Aber es kann schon sein, dass wir das eine oder andere machen. Okay, aber heute noch mal ein bisschen Spaß. Mit Kapitän Sebastian Rode und dem Rest des Teams ging es den Bach runter. Also nur beim Rafting. Auch das Bestandteil des Teambuildings. Und noch was. Die Chancen, dass Superstar Philipp Kostic bleibt, sind gestiegen. Sie sind sogar ziemlich groß. Er ist ja hier. Also von daher ist es, wir haben viel vor und er ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Wir wollen auch im nächsten Jahr wieder eine gute Saison spielen und da ist ja natürlich auch Philipp für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Da braut sich eine hochinteressante Mixtur zusammen am Fuße der Gipfel von Windisch-Garsten. Hier im Luftkurort. Hier im Trainingslager von Eintracht Frankfurt. Hier in der wilden Bergwelt von Oberösterreich. Ja, hinten raus haben sie noch mal richtig aufgedreht, die Footballer der Frankfurt Galaxy. Der Titelverteidiger der European League of Football lag heute auswärts in Stuttgart lange hinten in der Verlängerung, aber noch das Spiel gedreht. Die Galaxy gewinnt mit 26-20. So, und hier kommt jetzt Lennart Schubert angeflogen, der 16-jährige Poppenhausener, der hing übrigens schon unterm Gleitschirm, da hatte er noch, Achtung, seine Windeln an. Er ist so talentiert, dass er bereits bei einigen World Cups mitfliegen konnte, um sich mit den besten Paraglidern der Welt zu messen. Die Rhön, sein Flugrevier. Hier zieht er seine Kreise und vergisst für einen Moment alles um sich herum. Lennart Schubert. Flugangst ist für ihn ein Fremdwort. Kein Wunder, der Gleitschirm wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Ich habe schon meine ersten Tandemflüge mit einem Jahr gemacht. Das heißt, man fliegt zusammen. Ich bin mit meinem Vater zusammen geflogen, als ich schon ein Jahr alt war. Und wenn man schon als Baby die luftigen Höhen der Rhön geschnuppert hat, zieht es einen immer wieder dorthin zurück. Mit 7, 8, 9 kamen dann die ersten kleinen Flugversuche. Mit 12 dann auch die etwas größeren, wo man mal 15, 20 Sekunden in der Luft war und dann mit 14 durfte ich auch endlich meinen ersten großen Flug auf der Wasserkuppe machen. Bei dem Talent bleiben die Erfolge natürlich auch nicht aus. Der 16-Jährige mischt ganz vorne bei den Junioren-World Cups mit und will noch mehr. Ich möchte auf jeden Fall erstmal auf ein Treppchen kommen auf dem nächsten World Cup oder vielleicht mal einer Weltmeisterschaft, ja. Und das ist erstmal so mein nächstes großes Ziel. Und wenn die Winde günstig stehen, sehen wir ihn vielleicht bald an der Spitze. Im September bei den World Cups in Slowenien. Na dann, guten Flug und das war der Sport. Jetzt ist Andreas wieder dran. Ja, das würde ich auch mal gern ausprobieren, das Gleitschirmfliegen. Wir kommen jetzt zu unserem satirischen Wochenrückblick Schön blöd. Heute geht's in gewisser Weise ums Loslassen. Tja, dem einen fällt's leichter, dem anderen schwerer. Und herzlich willkommen zu Schön blöd in dieser Woche. Es ist ja nicht so, dass nichts läuft. Stimmt. In Frankfurt zum Beispiel läuft das Fass über. OB Feldmann tritt endlich zurück und alle so im Römer. Ja, ja, das wohl beliebteste Stadtoberhaupt seit Kaiser Nero hat endlich den mutigen Schritt getan und wird innerhalb kürzester Zeit die Amtsgeschäfte an einen fähigen Nachfolger oder eine fähige Nachfolgerin übergeben. Und zwar schon Ende Januar. Ja, Ende Januar. Der gesamte Vorgang entbehrt nicht einer gewissen Skurrilität. Kann man so sagen. Oder das Ganze auch schlicht absurd nennen. Was sagt denn der noch Oberbürgermeister dazu? Es gibt die Frage, die gestellt worden ist, warum Januar? Ich weiß, dass sich viele dieser Frage stellen. Ja, wir zum Beispiel. Und gleich auch noch die Frage, wie geht's weiter? Irgendwas mit Tanzen und Star Wars wäre nicht schlecht. Und man muss natürlich auch mal richtig zupacken können. Und der Gesellschaft irgendwann irgendwas zurückgeben. So ein Schritt
der mir tatsächlich sehr schwer gefallen ist. Gut, loslassen ist ja offensichtlich nicht so das Ding vom Oberbürgermeister. Wer das Amt übernimmt, sollte jedenfalls gefestigte Verbindungen in die Stadt haben, zum Beispiel zur AWO. Naja, wird bestimmt schön. Auch klasse, Neues von der Weltkunstausstellung in Kassel. Auf der Documenta super Bilder, super Typen, super Stimmung. Nur in Berlin wird so doof rumgemeckert, von Claudia Roth zum Beispiel. Über Monate hat die Documenta uns versichert, auch mir persönlich versichert, dass für Antisemitismus auf der Documenta kein Platz sei. Ja, veraltete Infos, würde ich sagen. Man hat dann doch noch ein Plätzchen gefunden, so mitten in der Stadt, auf dem Friedrichsplatz. Eigentlich sollten ja die Generaldirektorin der Documenta und Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle nach Berlin kommen, um mal irgendwas dazu zu sagen, dass die Documenta so irgendwie nicht so richtig dolle Schlagzeilen macht. Der Einzige, der noch ein bisschen den Anschein erweckt hat, dass die Documenta ernsthaft versucht, das Thema in den Griff zu kriegen, war Meron Mendel, Chef der Bildungsstätte Anne Frank, der dann diese Woche leider selber nicht mehr geglaubt hat, dass seine Meinung irgendwelche Verantwortlichen in Kassel interessiert. Und deswegen hat er auch hingeschmissen. Documenta ist gerade irgendwie blöd. Während es in Kassel und Frankfurt heiß hergeht, wird es im Rest Hessens ein bisschen kälter, also perspektivisch. Und dann sehen wir, dass an der Stelle schon das richtige Thermostat mit eingebaut ist. Ja, das richtige Thermostat und das wird jetzt zugedreht. In Frankfurt hat das Wohnungsunternehmen Vonovia für seine Mieter beschlossen, zwischen 23 und 6 Uhr wird die Heizungstemperatur auf 17 Grad gesenkt. 18, wie es sich gehört, muss ich Vonovia auch dran halten. Ja, sicher, machen die bestimmt. Gassparen ist ja eine gute Idee, aber wie wär's, die Mieter mal vorher zu fragen? Die können zwar die Miete mindern oder klagen, das dauert dann wahrscheinlich bis zum Sommer. Bis dahin heißt es wohl, warm einpacken oder man besorgt sich halt einen Niedrigenergie-Igloo am Polarkreis zum Beispiel. Vorteil, die Heizkostenabrechnung entfällt ganz. Wie man's dreht und wendet, das finden wir blöd. Ich kaufe mir jetzt erstmal eine Heizdecke. Das war's diese Woche mit Schön Blöd. Und Daniel Stanitsch informiert uns jetzt gleich, wie das Wetter wird. Nach der Tagesschau sehen Sie bei uns die Musiksendung immer wieder sonntags aus dem Europapark Rust. Und ab morgen sind dann Hülya Deneli und Martin Wirsing für Sie an dieser Stelle da. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche und noch einen schönen Abend. Tschüss, machen Sie es gut, bis bald.